Turntable Reloaded, die EDM-Show mit Oliver Kelch. Ganz leise. Turntable Reloaded Classics is Culture Beat. No deeper meaning. Correct to be the man that you select, the one you choose. When the blues begin to confuse all your don'ts and do's, I make the rules and I'm setting the pace, staking my case while I move the place. Gonna win the race and I'll tell you face to face that the J is the ace, possessing all the elements that are needed, and you just can't beat it. Don't.
flow. What I'm talking about is twofold, body and soul.
Turntable Reloaded Classics mit Olli Kelch. Wir spielen Only Vinyl und gerade das war One-Eyed Jacks mit Falling. Der ein oder andere aus den 80ern und 90ern wird die Melodie erkannt haben. Twin Peaks, die Serie, die RTL mehr oder weniger richtig berühmt gemacht hat. Und Sat.1 auch, denn Sat.1 hat bereits nach der dritten Folge verraten, wer denn Laura Palmer umgebracht hat. Schweinerei, hat man damals gesagt, geht doch gar nicht. Heutzutage macht das nicht mehr der Fernsehsender, sondern die sozialen Medien. Also One-Eyed Jacks, Falling, Turntable Reloaded Classics. Wir spielen Only Vinyl, wir spielen Klamotten, die ihr sonst wahrscheinlich nur selten irgendwo anders hört. Und auch nur, wenn ihr tief in irgendwelchen Kisten kramt, findet. Zum Beispiel die nächste, Strike It Up von Black Box. Die kennen wir eigentlich nur von Wide On Time. War ja auch so der größte Hit und wahrscheinlich auch der einzige, denn Strike It Up war nicht mehr wirklich weit oben in den Charts. Trotzdem haben wir es gefunden. Hier ist es für euch bei Turn to Reloaded. Gleich in wenigen Sekunden. Turntable Reloaded. Auch auf Facebook, Instagram und auf radioturntable.de. Yeah. I'm
Turntable Reloaded. Turn.
Scheiben, die ich schon ewig nicht mehr gehört habe, die hole ich hier aus der Plattenkiste raus. Tune In, Turn Out, Obsessive, erschien auf No Respect Records und das war gerade der 3-in-1 Remix. So, und die nächste Platte, ihr könnt sie ja leider nicht sehen, wir sind ja im Radio, wir sind ja hier nicht irgendwie im Fernsehen. Wobei, ich könnte sie ja fotografieren und dann könnt ihr sie gleich auf Insta euch anschauen. Eine gelbe Platte, gelbe Schallplatten, also eine farbige Vinyl. Apropos, wir spielen ja nur Vinyl, only Vinyl bei uns hier bei Turntable Reloaded. Und das hier ist Chockies Tunes. Hat damals gekostet, 15 Mark. Schweinegeld damals bezahlt. Kommt aus London. Chockies Tunes. Only Vinyl. We'll be right back.
schön, dass wir auch immer wieder mal Post von euch kriegen an studio@radioturntable.de. Da könnt ihr uns ja eure Musikwünsche schicken. Und da hat uns geschrieben der Tobias. Der schreibt, ich habe mal im Club, in Klammern Tam, Klammer zu, Bass for Love gehört. Weiß gar nicht mehr, von wem das ist. Ich habe gekramt. Moment, ich muss mal eben holen. Und zwar ist das von DJ Tom Norman. Und klingt ungefähr so.
Turntable Reloaded Live Events. X, the day of 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 X. Ich sag mal so, ich beschränke mich heute auf die Mayday. Die ist am Dienstag in Dortmund. Tanzen in Mai, ganz groß. Und natürlich bei Turntable Reloaded Classics Only Vinyl gibt's heute auch etwas von der Mayday zu hören. Mayday 10 liegt auf dem Teller. Hier ist sie. Viel Spaß am Dienstag in Dortmund bei der Mayday.
viel Turntable Reloaded Classics für heute. Nächste Woche Samstag den Björn nicht vergessen. Und jetzt noch etwas, ist meine Lieblingsband. Ich gebe es zu, seit 40 Jahren machen sie nun Musik, die Pet Shop Boys. Hat natürlich durchaus nichts mit unserem Turntable zu tun, weil sie ja doch eher die Popmusik machen. Aber ein neues Album ist rausgekommen, jetzt an diesem Wochenende nonetheless. Und ich habe einen coolen Remix gefunden von den Pet Shop Boys, und zwar von Discoteca. Hay una discoteca por aquí. Im Baby Dogs Mix. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Schönes Wochenende. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. I don't speak in anger, though the chances that I've let pass me by and now regret. I can't forget. They're haunting me like a score of unpaid debts. Is it enough that one day we'll be free without this fear? I'm going out and carrying on as
Is it enough that one day we'll be free? Without this fear, I'm going out and carrying on.